Mein Name ist Christoph Wiesmeier, bin Architekt und bin einer der Gründer von der Initiative Schwemmland. Schwemmland setzt sich ein für Freiräume im Osten von Linz. Und wir haben im Zuge von Déjà-vu die Einladung bekommen, ein Projekt zu machen, und wir haben uns beschlossen, einen Kreislauf zwischen Fischkultur und Pflanzenkultur hier aufzubauen. Das war für uns die Ambition, hier das aufzustellen, weil man ein bisschen nachdenken kann, wie man hier vielleicht auf kleinstem Raum, auch zu Hause, so ein geschlossenes System aufstellen könnte. Also wir gehen davon aus, dass eben am Binnenmichel und Spalerhof relativ wenig Freiraum zur Verfügung steht, wo man selber aktiv werden kann und selber auch ein Mikro-Farming betreiben könnte. So kleine Bereiche, die man selbst gestalten kann, wo man auch Lebensmittel ziehen könnte. Und hier war irgendwie der Ansatz zu sagen, okay, schaut her, es gibt vielleicht auch in Zukunft andere Möglichkeiten, sich selbst zu versorgen, sei es mit Kräuter etc. Heute ist großer Sperrmülltag in Linz. Es stehen viele Kisten draußen, Schubladen, Tische, Schreibtische, Kartons, Eimer. Aus diesen Eimern bastelt man schöne Pflanztröge, die man bepflanzt, sich am Balkon hinstellt, sich erfreut, für kurz oder lang. Sascha Wanicek aus Graz hat hier mit Abfall der Stadt eben so Kästen gebaut, wo auch Abfall als Humus dient, ja, mit Bepflanzung. Alte Möbel sind verwendet worden und auch Abfälle der Stadt, die als Dünger tauglich sind, sind hier zum Einsatz gekommen. Was die Stadt verwirft, was sie wegwirft, dass das teilweise sehr wertvolle Sachen sind, und wie man diesem Müllkreislauf entnimmt, kurzfristig verwendet oder auch längerfristig und daraus wertvolle Pflanzen, Blumen, Gemüse erwachsen lässt. Alte Möbel sind verwendet worden und auch Abfälle der Stadt, die als Dünger tauglich sind, sind hier zum Einsatz gekommen. Wir haben danach eben Aquaponik gestartet, das Workshop. Wir haben eben diesen Kreislauf zwischen Fisch- und Pflanzenkultur hier aufgebaut. Danach war eine Verkostung, ein Geschmackstest für Besucher. Es konnte der eigene Geschmack getestet werden. Philipp Braun von Slow Food hat hier mit künstlichen Säften und auch natürlichen Säften den eigenen Geschmack testen lassen, und man konnte sich überzeugen, hat man jetzt den richtigen Geschmack für das natürliche oder das künstliche Produkt. Und danach gab es eben diesen Vortrag von Andy Merritt, einem Künstler aus London, der das Projekt Farm Shop mitten in London gestartet hat vor einem Jahr, der eben auch Aquaponik und alternative Anbausysteme, Versorgungssysteme mitten in London praktiziert und experimentell erprobt. Und danach gab es noch den Film Good Food, Bad Food als Ausklang.